Hallo, ich bin Jasmin von Stempel doch mal. Ich mache heute eine Karte mit euch, und zwar mit neuen Produkten, und möchte euch gerne zeigen, was es neu in der Kategorie Online, exklusiv online gibt. Und zwar ist das, sind das Produkte, die, ich glaube, so alle 3 Monate gibt es was Neues im Online-Shop auftauchen. Also die kommen quasi nicht in irgendeinen Katalog, und keine Angst, es gibt trotzdem einen Herbst-Winter-Katalog. Der kommt im September. Das hat jetzt hiermit nichts zu tun. Das sind zwar auch weihnachtliche oder winterliche Sachen, aber das ist immer nur so eine Ergänzung, um einfach aktuell zu bleiben oder zwischendurch mal was Neues reinzuschieben. Also das hat nichts mit irgendeinem Katalog zu tun, aber es ist halt nur im Onlineshop einsehbar. Es ist aber auch bestellbar bei mir per Telefon oder E-Mail, also für alle, die jetzt nicht über den Onlineshop bestellen wollen, können, wie auch immer. Und ich möchte euch heute zeigen, was es da gibt. Und wenn ihr sagt, weil das höre ich nämlich öfters, dass ihr Infos irgendwie nicht bei mir findet oder so, oder irgendwas bei einer anderen Demo gesehen habt. Also bei mir gibt es verschiedene Möglichkeiten, wo ich immer alle Infos poste. Das kommt drauf an, wie ihr drauf seid, was ihr gerne benutzt. Also wenn ihr zum Beispiel öfters in euer E-Mail-Fach guckt, dann wäre es vielleicht gut, meinen Blog zu abonnieren. Dann geht ihr einfach auf www.stempeldochmal.de und dann findet ihr rechts an der Seite ein bisschen so 2 Felder weiter unter meinem Foto, da ist ein Seite abonnieren, und dann bekommt ihr immer eine automatische E-Mail, wenn ich auf meinem Blog was poste. Das ist dann halt entweder Freitag, das Freitagsvideo, irgendwas Gebasteltes zwischendurch oder eben Aktionen oder Werbung hierfür. Dann könnt ihr die E-Mail lesen, löschen, was auch immer. Also das ist jetzt nichts, wo ich irgendwas spamme oder sonst irgendwas mache, sondern da kommt halt eine automatische E-Mail, wenn ich was poste. Dann bin ich auf Instagram, also wer Instagram hat und da regelmäßig reinkommt, guckt, Angebote poste ich da immer als Beitrag und auch regelmäßig in den Stories, dass man, ja, dass es immer mal wieder auftaucht. Das ist ja alles immer sehr schnelllebig und zischt so an einem vorbei, aber wer jetzt kein Instagram hat, auf Facebook kommt dann der gleiche Beitrag, und die 4. Anlaufstelle ist YouTube. Da mache ich jetzt nicht von jedem Angebot immer ein Video, das schaffe ich immer nicht ganz so zeitlich, aber da gibt es auf jeden Fall von mir auch einen Beitrag. Das ist dann quasi in Form von einem Foto und eine kurze Erklärung dazu, und das mache ich auch mindestens einmal in der Woche, wenn es jetzt so eine Aktion gibt, dass ihr das immer mal wieder da findet. Ja, nur dazu, weil ich gefragt wurde, wo ich meine Infos poste. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Und neu, ich habe jetzt erstmal hier diesen Flyer, den es gibt. Es gibt die Schlittenfahrt, das habe ich jetzt noch nicht. Ich habe nur das Papier dazu. Schlittenfahrt ist quasi ein Produktpaket mit dem Stempelset auf dem Pferdeschlitten und den Stanzformen auf dem Pferdeschlitten. Passend dazu gibt es ein wunderschönes Designerpapier im kleinen Format, das habe ich hier. Und Schneeflocken in Gold, Kupfer und Silber. Und dann gibt es noch hier unten ein Paket Zeitloser Charme, heißt das. Das ist blumig. Ja, das habe ich aber auch noch nicht. Man kann ja auch nicht immer alles haben. Ich muss ja auch irgendwie verwenden. Und dann, meine Gebete wurden erhört, gibt es eine Pick-up-Stanze. Ich habe mich so gefreut, wo ich das gesehen habe. Und das möchte ich heute vorstellen. Es gibt ein Stempelset, perfekter Pick-up, und eine Handstanze passend zum Stempelset. Das stelle ich euch heute vor. Damit machen wir eine Karte. Ich kann euch ja schon mal zeigen, das wird die Karte. Dann dieses Designerpapier. Also wer jetzt sagt, ich möchte jetzt diese Schlittenfahrt, dieses Produktpaket, wobei das haben echt schon viele von euch bestellt, also das scheint gut anzukommen, ist vielleicht auch für jemanden, der jetzt schon sagt, oh, ich muss so viele Weihnachtskarten machen, ich möchte schon mal irgendwas haben, dann ist das vielleicht nicht schlecht. Und dieses Papier, das ist einfach ein Traum. Ich finde es wunderschön. Das ist wieder so ein Ding, schade zum Anschneiden, aber ihr habt von jedem Motiv 4 Seiten, das ist sehr gut. Die sind von einer Seite immer hier so, ich würde sagen, schlicht gemustert. Und von der anderen Seite habt ihr dann hier dieses Muster quasi.
alles winterlich, Wald, Schneelandschaften, aber total schön. Teilweise richtig süße Tiere, das wäre ja auch so ein bisschen herbstlich hier mit dem Fuchs. Richtig schöne Rückseiten. Teilweise auch hier so schön mit so Abendrot. Also es ist wirklich ein tolles Papier. Ich blätter mal so durch. Das ist natürlich auch süß mit dem kleinen Reh. Oh. Richtig niedlich. Einmal so von oben in den Birkenwald, auch witzig. Das hier ist richtig süß. Und da könnte man zum Beispiel auch diesen Pickup schon verwenden. Ich habe jetzt keinen roten, das Rot ist ja sehr weihnachtlich. Ich habe hier so einen. Könnte man hier schon irgendwie den Pickup dazu packen. hier haben wir noch, das ist bestimmt Waldmoos, ne, im Hintergrund. Waldmoos, gibt es Waldmoos? Ja, Waldmoos. Das habe ich für meine Karte verwendet. Und da habt ihr so einen, ja, ich weiß nicht, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang im Wald. Das ist auch sehr schön. Und das letzte ist das hier. Und das habe ich jetzt zum Beispiel verwendet. Ich habe noch zwei Anhänger gemacht, damit ihr den Pickup einfach mal anders noch in Verwendung seht. Das habe ich jetzt zum Beispiel hier genommen, habe mir einen Kreis ausgestanzt und habe das so als Hintergrund genommen und habe den Pickup einfach mit unseren Blends ausgemalt und auch relativ grob. Das finde ich, gibt einen coolen Look, wenn hier nur so ein bisschen heller zu sehen ist und da, wo jetzt vielleicht so ein bisschen Schlamm oder Wasser von der Straße sein könnte, habe ich es dunkler gemacht. Und dann habe ich noch einen typischen weihnachtlichen Anhänger gemacht, damit ihr einfach mal so die Möglichkeiten seht, aber ich zeige euch das Set gleich noch mal genauer, nur weil ich gerade das Papier hier sehe. So, und dann haben wir noch dazu Schneeflocken. Da habe ich auch schon ein paar Mal gehört, dass jemand gesagt hat, das Kupfer mag ich nicht. Und dass das der Grund war, die nicht zu bestellen, aber dieses Kupfer, das passt wunderschön zu zum Beispiel Marineblau und irgendeinem Rosa. Da passt das richtig, richtig schön zu. Aber das kommt halt bei Weihnachten, hat man so unterschiedliche Farben, mit denen man einfach arbeitet in der Weihnachtszeit. Da ist jeder anders. Die sind selbstklebend, groß und klein. Aber nur, dass man sich vielleicht mal vorstellen kann, wo die rosanen oder die kupferfarbenen Schneeflocken hinpassen. Genau, dann gibt es noch ein Band. Das gefällt mir persönlich auch sehr gut. Das ist, müsste ja Glutrot sein. Genau, Glutrot und Gold. Und da habe ich schon mal hier so eine Schleife mitgebunden. Und das gefällt mir sehr gut, weil das ist so ein bisschen, na, wie sagt man, so ein bisschen härter. Also die Schleife bleibt gut in Form. Und hat halt eben Punkte. Dann auch neu bei Online Exklusiv, beziehungsweise wird das wahrscheinlich auch irgendwann mal in den Katalog landen, sind hier die Falzklingen für den Papierschneider. Da war es ja bisher so, dass es die nicht gab, warum auch immer. Das ist jetzt nichts, was eigentlich stumpf wird. Das ist ja wie so eine Kugel, wie so ein Rad. Aber nichtsdestotrotz kann einem das mal kaputt gehen, rausfallen, dann tritt man drauf, keine Ahnung. Man nimmt das Ding mit von A nach B und vielleicht ist nach ein paar Jahren dann mal so eine Falzklinge doch irgendwie abhanden gekommen. Die gibt es jetzt als Nachfüllpack, zwei Stück. Schneideklingen sind ja immer vier Stück, aber weil man das ja eigentlich nicht so oft braucht, ist das ein Zweierpack. Und dann gibt es noch ein neues Kreativset. Das finde ich auch richtig toll. Da wird es bestimmt ein eigenes Video zu geben. Ich weiß nicht, ob es ein Freitagsvideo wird. Aber ich zeige es euch mal ausgepackt. Das ist so Strand, Strandliege, Sommer, verrückte
Umschläge hier, so Wellenoptik. Ein richtig schönes Stempelset. Genieße den Tag und Zeit für eine Auszeit. Finde ich richtig schöne Sprüche, weil ich habe schon gesagt, genieße den Tag passt auch zu einem Geburtstag. Und Zeit für eine Auszeit würde auch zu einem kleinen Goodie passen, wo eine Schokolade drin ist oder ein Duschbad oder was auch immer. Ne? Also das kann man wunderbar später dann noch für irgendwas anderes verwenden. Ja, also wenn ihr mögt, schaut gerne mal im Online-Shop vorbei. Der ist unten hier in der Infobox, ist der immer verlinkt. Da könnt ihr euch alles angucken. Die Exklusiv-Online-Produkte, die findet ihr immer unter Neuzugang. Da kommt ihr da am schnellsten, glaube ich, hin. So, und das ist das, was ich heute mit euch mache. Ich habe mir eine Karte überlegt, die nicht weihnachtlich ist, weil das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen noch zu früh. Denn es gibt in dem Set ja auch eine Palme. Eine Palme, ein Surfbrett und ein Wasserball. Dann gibt es Geschenke. Das kann aber auch ein Geburtstagsgeschenk sein. Ne? Also das muss jetzt nicht alles, ist jetzt nicht alles weihnachtlich. Dann haben wir hier so Blumentöpfe. Sonnenblumen. Ich habe schon gesagt, das wäre so geil gewesen, wenn hier noch ein Kürbis bei gewesen wäre. Aber vielleicht hat man in einem anderen Set noch irgendwo einen, den man hier draufpacken kann. Dann habt ihr halt Pickup. Ihr habt dann noch einen Baum, Weihnachtsbaum würde ich sagen, Wolke. Das ist ein Zaun, könnte aber auch ein Blumenkasten sein. Ihr habt da ein bisschen Gras, einen Baum. Ja, sowas, so eine Art Untergrund würde ich es mal nennen. Und dann habt ihr hier die Sprüche, eine Ladung Sonnenschein, zum Weihnachtsfest jede Menge Freude, Sonderzustellung, frisch vom Feld. Das passt auch gut zu Marmelade zum Beispiel, ne? Oder neuer Tag, neues Glück. Ja, ich finde es sehr gelungen. Und wir machen jetzt eine Karte damit. Hier sind nochmal die anderen beiden. Oh, ich finde es so schön. Ich liebe ja Pickups. Ich weiß auch nicht. Es ist einfach eine kleine Macke von mir, würde ich es fast schon nennen. Es gibt mir gute Laune. Wer weiß. Ich bin jetzt 41. Man muss ja immer Träume haben. Vielleicht kriege ich ja mal einen echten Pickup. Ich glaube es zwar nicht, weil die auch so teuer sind. Aber sag niemals nie. Ne? So, 29 Kürzen, 14,5 Falzen und bei 10,5 Teilen. Dann haben wir zwei Karten. Obwohl, ich kann ja gleich das Papier schneiden. Wo habe ich es denn jetzt hingelegt? Da. Ich nehme auch wieder das Papier, weil ich halt mit so einem winterlichen Pickup machen will. Und das ist relativ, in dem Fall jetzt relativ die einzige Farbe, die so frisch ist, sage ich mal. 7,2. Das ist jetzt ein bisschen krumm. Aber das hat sich so ergeben. 7,2 mal 14,5. Ich mache das immer mal so. Ich mache das immer so bei 14,6. Und dann schneide ich lieber dann noch was ab. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Schwarz. Habe ich hier noch was Schwarzes? War doch irgendwo noch was da. Das ist zu kurz. Das wollte ich gerne so ein bisschen als Rand. Das sieht ganz nett aus, finde ich. Wenn man da noch was im Hintergrund hat. Und das machen wir jetzt bei auch 14,6. Mal 7,5. Dann gibt es nämlich so einen ganz kleinen, zarten Rand. So. Muss man, ach so, den Banner müssen wir noch schneiden. Ich habe jetzt in Jade gearbeitet. Ich vermute mal, dass das hier aber Lagunenblau ist. Aber ich finde, es passt in dem Fall so ganz gut zusammen. Und für meinen Banner habe ich 11 cm genommen, mal 5.
war es das. Zumindest, was wir jetzt schneiden müssen. So, für den Kreis. Basics mit Pep. Finde ich, ist ein Must-Have für alle. Na, ich würde nicht sagen für alle, die noch nicht viel haben, sondern irgendwie für jeden. Weil die habe ich schon so oft verwendet. Passt der hier drauf? Gute Frage. Nächste Frage. Wir testen es mal. Jo, sehr gut. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Weiß. Oh, was habe ich denn da gemacht? Eine Skizze. Ha. Das ist auch der größte von den Kreisen, den ich jetzt hier habe. So, und dann können wir eigentlich den Pickup schon... passt der da drauf? Ah, knappi. Aber hier so Streifen sind ja perfekt für den. So, ich habe alles schon auf Blöcken drauf. Außenlinie mache ich jetzt mit Schwarz. Man kann natürlich auch ein Pickup nur aus diesen Stanzteilen machen, ne? Das geht auch. Dann ist das das Fenster, das der Reifen und das die Radkappe. Ich finde den aber so schön hier. Ich finde die Optik schöner. So, und das Innenleben mache ich jetzt in Jade. Wenn ihr auch was Sommerliches machen wollt und jetzt nicht hier die Farbkombi von dem Papier nehmt, dann ist vielleicht auch irgendein Gelb cool oder ein helles Blau, irgendwie so beachmäßig. So, und dieser Füllstempel, der passt wunderbar da rein. Der gibt so ein paar weiße Schattierungen. Das, finde ich, macht es dann irgendwie am Ende. Und man kann jetzt die Reifen noch mit den Stempeln füllen, aber einfacher geht es natürlich, wenn man die ein bisschen mit einem Blend anmalt. Ich habe jetzt in der Mitte das Weiß gelassen, habe alles einmal grau angemalt und habe versucht, hier unten noch ein bisschen dunkler zu werden. Aber wie gesagt, da sind auch Stempel mit dabei. Und wenn man mag, kann man auch noch hier vorne und hinten so ein bisschen gelb. Jedes kleine Detail wertet das natürlich auf. Und dann kommt die Handstanze ins Spiel. Und ich muss sagen, mir gefällt die Größe. Der ist für eine Karte, hat er die perfekte Größe, aber der hat auch für eine kleine Verpackung eine schöne Größe oder hier für die Geschenkanhänger. Also ich finde, das ist wirklich gut gemacht, was die Größe angeht. Ich fange mal jetzt auf diesem Kreis an mit dem Untergrund. Jetzt fängt unsere Handwerker doch an zu klopfen. Wir haben nämlich die Handwerker im Haus. Aber höchstwahrscheinlich noch die nächsten Tage. Deswegen musste ich jetzt irgendwann drehen. So, das ist der Untergrund, da fährt er quasi drauf. Und dann lege ich mir das jetzt mal hier so hin, so wie ich es gerne hätte. Und nehme mir den Palmenstempel. Aber vielleicht ist das Klopfen ja nicht ganz so laut. Ist ja oft so, dass ich die Geräusche lauter wahrnehme wie ihr. So, und dann kann man das ungefähr so ansetzen.
Das kann man nachher noch gut kaschieren, wenn man so ein bisschen schief gekommen ist. Dann habe ich genommen grüner Apfel für die Palme. Oh, dieses Geräusch manchmal. Und den Rest kann man natürlich noch ausmalen. Man kann es aber auch so lassen. Ich habe es ausgemalt. Ist ja auch immer ein bisschen davon abhängig, was ihr schon für Material so habt. Ich habe jetzt das Board gelb gemacht. Einfach um so ein bisschen Farbe ins Spiel zu bringen. Gelb ist jetzt wahrscheinlich nicht so ein typisches, eine typische Boardfarbe. Dann habe ich auch noch mal Jade hier an dem Ball gemacht. Das passt dann gut zum Pickup. Und die Palme bekommt noch einen dunklen Stamm. Und dann hat man das eigentlich relativ schnell ausgemalt. So, und dann habe ich noch Wolken gestempelt. Hier auf der Karte habe ich es mit Außenlinie gemacht. Und auf dem Anhänger habe ich es dann mal ohne genommen, weil der schon so voll war. Also das geht auch. Da habe ich dreimal abgestempelt, beziehungsweise zweimal abgestempelt und der dritte war dann die Wolke. Also, diese Haare manchmal. So. Ich bin so hochgekommen diesmal. Hallo Ine, bist du auch da? Nämlich direkt vor meiner Tür gepennt, da muss sie so reinschieben. Jetzt ist sie hier drin. So, hier nehme ich jetzt den zweiten Abdruck. Das ist schon süß, was man sich da so für naja, Landschaften oder wie auch immer stempeln kann. Ich habe das halt so hoch gemacht, weil ich hier unten ja noch den Spruch hinkleben möchte. Den Platz habe ich jetzt so ein bisschen mit einberechnet, aber es passt ja noch. Den Pickup, den klebe ich jetzt mit Dimensionals auf. Wenn man das so macht und das hier aufstempelt, dann muss man es halt nicht ausstanzen. Man könnte es natürlich ausschneiden. Man könnte natürlich die Palme auch 3D aufkleben, da muss man sie natürlich ausschneiden. So. Das war's, ne? Mehr hatte ich nicht drauf. Jetzt können wir hier raus ein Fähnchen schneiden. Also wir haben ja hier diese tollen Fähnchenstanzen. Aber die sind mir jetzt in dem Fall zu schmal. Deswegen mache ich das mit der Hand. Ich bin nur so ein bisschen hier. Mit dem Mittelschnitt kann man sich erstmal die Höhe bestimmen. Und dann von der Kante zu dem Schnitt. Und dann hat man ganz einfach ein Fähnchen. Das klappt immer ganz gut. Dann hat man eine bessere Orientierung, weil wenn ich das nicht mit diesem Mittelschnitt mache, finde ich immer, wird es schief. Ich kann das, habe da ein ganz schlechtes Auge für, bei sowas gerade zu werden oder zu bleiben. So, dann können wir das da auch schon mal aufkleben. Das habe ich auch mit der Dimensionals gemacht, genau. Seht ihr, meine Skizze hier hinten, das sieht kein Mensch. Kann man immer schön noch wieder verwerten. So. Weil ich es gerade hier sehe, ihr könnt mir ja mal schreiben, es gibt neue Aufsätze für den Aufhebhelfer. Unter anderem ist da, ach nee, das ist das, was ich doppelt habe. Unter anderem ist da
Oh nein, jetzt habe ich sie nicht. So eine Klinge dabei. Oder liegt sie irgendwo? Wo man so wie so Abreistickets machen kann. Ne, wie bei so einer Konzertkarte. Und schreibt mir mal, ob ich euch damit mal was zeigen soll. Oder ob euch das nicht interessiert, weil das Teil ist echt gut. Da sind noch zwei andere Aufsätze dabei, aber das ist mega. So. Also manchmal habe ich auch echt das Gefühl, dass mein Schreibtisch hier was schluckt. Ich weiß auch nicht. Die ganze Zeit lag es hier rum. Und jetzt ist es weg. Oder ist das auf der anderen Seite? Das ist doch auf der anderen Seite. Oh, Jasmin. Hier. Dieses Teil ist das. Also hier ist noch ein Cuttermesser dran. Das schneidet wie Butter. Und hier ist so ein Rad dran, mit dem man so, ja, so Abreißtickets machen kann. Also wer noch auf der Suche nach einem Cuttermesser ist und diesen Aufhebhelfer schon hat, das schneidet echt super. Aber ich kann gerne, wenn ihr Interesse habt, mal ein Video damit machen. So. Oh, jetzt ist es alles klar, ne? Es wird immer dann alle, wenn man es nicht gebrauchen kann. Aber gut, ich glaube, ich muss jetzt eh nicht mehr damit kleben. So, und jetzt haben wir hier oben schön bündig. Und dann können wir hier unten das jetzt mit der Hand abschneiden. Das ist mir immer lieber, wie wenn es dann zu kurz ist. Das sieht nämlich auch doof aus. Dann lieber einen Millimeter länger lassen und einfach abschneiden. So, ich habe jetzt auf der anderen Karte noch so Strichelinien hier gemacht. Einfach mit dem passenden Jademarker. Die sind jetzt übrigens neu. Die haben eine andere Pinselspitze. Und eine, in meinen Augen, viel, viel schönere Schreibspitze. Ich habe jetzt keinen alten mehr hier, die hat sich der Ben alle gekrallt. Aber das ist, kann man viel schöner mit schreiben. Ich lasse jetzt aus Zeitgründen diese Strichellinie mal weg. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr die natürlich setzen. Das hat manchmal was, finde ich. Der ist leer, das merke ich schon. Man kann es in die Mitte setzen. Ich habe es so ein bisschen höher gesetzt. Warum auch immer, aber manchmal hat man ja so Eingebungen. Das habe ich jetzt schon vorbereitet. Das ist der Spruch. Den habe ich einfach weiß auf schwarz embossed und vorher schon auf einen 1 cm breiten Streifen gestempelt. Dann habt ihr das einfacher. Und jetzt mache ich da rechts an die Seite eine doppelte Lage Dimensional und auf die andere Seite mache ich ein bisschen Kleber, normalen Kleber, einfach, dass man da die Höhe behält. So. Und dann noch ein Schleifenband. Ich fand jetzt durch das Schwarz passt hier mein absolutes Lieblingsband sehr gut dazu. Das wurde ja Gott sei Dank nochmal übernommen. Wenn das mal rausgeht, dann muss ich weinen. Oder es gibt eine Alternative.
und die klebe ich hier so unter den Spruch. Und da mache ich noch ein bisschen Bling Bling drauf. Da fand ich das ganz nett, weil das hier ist Jade. Da sind so ein paar Glitzerflakes drin. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Sehr hübsch. Und dann ist eine fertige sommerliche Pickup-Karte. Nein, dann ist eine sommerliche Pickup-Karte fertig. So rum. Ja, und ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen näher bringen und auch das mit online exklusiv. Falls ihr aber Fragen habt oder irgendwas unklar ist oder wie auch immer, dann könnt ihr mir gerne schreiben. Am besten per E-Mail. Das sehe ich, da bin ich täglich lese die Nachrichten. Wir haben im Moment noch die Bonustage. Denkt dran, pro 60 Euro Warenwert bekommt ihr einen 6-Euro-Gutschein, den ihr im August einlösen könnt. Und wenn ihr das im Onlineshop macht und meinen Gastgebercode benutzt, dann bekommt ihr auch noch ein Geschenk im Folgemonat. Also man kann richtig gut sparen diesen Monat. Ich wünsche euch viel Spaß damit und bis zum nächsten Video. Tschüss! Hallo, da bin ich nochmal. Ich würde mich freuen, wenn du hier mir ein Abo schenkst, wenn du hier aufs nächste Video klickst und wenn du hier meinen Blog besuchst. Bis zum nächsten Mal.